Hallo zur zweiten Episode von Animal Crossing Hokuro Camp und ich bedanke mich schon mal für die positive Resonanz zum ersten Part. Hab mich sehr gefreut, dass es euch so gut gefällt. Und was ich jetzt zur zweiten Episode sagen kann, ist, dass es einen Fehler gab in der Episode selber. Und zwar wird da einmal der eine angesprochen, obwohl das vom Sinn her nicht passt. Deswegen habe ich den Text umgeschrieben. Deswegen wird einmal Martin oder zweimal Martin gesagt, obwohl im Text Julian steht, nur dass ihr euch nicht wundert. Aber an sich ist es eine, ja, ziemlich gut vertonte Episode wieder. Danke an alle, die mitgemacht haben. Und nun viel Spaß mit der Episode. Wenn ihr dabei sein wollt, checkt die Beschreibung. Willkommen bei Animal Crossing! Hokuro Camp mit euch! Vollkontanz am Lagerfeuer! Gibt es etwas Gemütlicheres, als im Lagerfeuer zu sitzen und Geschichten auszutauschen? Hurra! So ein Lagerfeuer ist was ganz Feines! Es ist wahrscheinlich viel Zeit vergangen, seitdem ich letztmalig an einem Feuer sitzen durfte. Vielen Dank für deine Mühe, lieber Martin. Schon gut. Das hat doch Spaß gemacht. Ich wollte einfach meine Freunde treffen und dann ganz viel faulenzen. Ach ja, ich glaube, das wird meine neue Lieblingsbeschäftigung. Dies ist der Inbegriff der Gemütlichkeit. Ein wenig Unterhaltung wäre dennoch nicht zu verachten. Sag, Fatima, bist du nicht in Folklore-Tänzen bewandert? Gibst du uns vielleicht eine Kostprobe? Seid ihr sicher? Meine Kenntnisse befinden sich auf Basisniveau. Aber wieso eigentlich nicht? Wartet mal, Vollkontense klingt aber nicht so lecker. Julian, wir reden von Folklore und nicht von Vollkorn. Das Gute daran ist außerdem, dass wir alle zusammen mitmachen können. Oh, dann klingt's ja doch ganz fluffig. Aber als Nachtisch gibt's was, wo garantiert kein Vollkorn drin ist, okay? Ich erinnere mich genau, wie ich als Kind im Sommerlager an derartigen Tanzvergnügen teilnehmen durfte. Hand in Hand, stets um das Feuer herum. Einmal tanzte sogar mein großer Schwarm an meiner Seite. Oh je, dir ist bestimmt fast dein Herz aus der Brust gesprungen. Das ist es tatsächlich. Auch meine Hände begannen zu schwitzen. Hoffentlich hat es nicht bemerkt. Das ist aber komisch. Wenn ich mit meiner Mama Pfötchen halte, passiert mir das nie. Ach, Julian. Die Zeit wird kommen. Da wirst du verstehen, wovon ich rede. Wunderbärchen. Das macht Spaß. Ich hätte auch alle anderen Camper einladen sollen. Aber Martin, was hast du denn? Naja, wir haben doch gerade so viel Spaß. Jetzt tut's mir leid, dass nicht alle hier sind. Aber bestimmt hatte der Platz sowieso nicht gereicht. Ach Martin, wir hätten wahrscheinlich nicht genug Platz für jedermann gehabt. Wenn wir ihnen jedoch von unseren Erlebnissen erzählen, können sie ihr eigenes Lagerfeuer entfachen. Aber nun zurück zu unserer Lagerfeuerromantik. Fatima? Sag, in wem bist du verschossen? Sag schnell, auf dass deine Antwort ihre Spontanität erhalten bleibe. Wie bitte? Das möchte ich gar nicht beantworten. Wie peinlich. Moment mal, was ist eigentlich aus unserem völlig ohne Vollkorn-Nachtisch geworden? Das war's von der zweiten Episode von Animal Crossing Hokuro Camp. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Ich versuche, das Projekt möglichst regelmäßig zu bringen, aber wenn es nicht klappt, dann tut es mir sehr leid. Ich gebe mein Bestes, dass es regelmäßig kommt. Einmal pro Woche habe ich es geplant. Wann es kommt, kann ich euch leider nicht versprechen. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall auf Parts freuen. Es werden auf jeden Fall weiterhin welche kommen. Dann danke fürs Anschauen. Ciao, euer Zickerfick.